So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen... Es ist alles dunkel, warum? Ah, wir spielen Star Wars Republic Commando. Ich wollte dieses Spiel schon Ewigkeiten für euch aufnehmen. Bloß auf dem alten PC funktionierte das nicht mit OBS zusammen. Jetzt geht's. Ich habe hier schon einen Speicherstand angelegt. Das Problem wird sein, dass diese Maus ultra empfindlich ist. Und will mal hoffen, dass es einigermaßen funktioniert. Ich habe auch schon versucht... die Soundeinstellung zu ändern, dass die Musik leiser ist, hat nicht hingehauen. Irgendwie. Also, komm. Wir sind auf jeden Fall ein Klontrooper und auf dem Weg nach Geonosis. Das ist unsere erste Station, glaube ich, als Klontrooper. Und da beginnt die Schlacht um Geonosis, die ihr bei Star Wars Episode 2 sehen könnt. So, oh, endlich muss ich nicht mehr schreien. Und das ist unser Weg. Willkommen, Kleiner. Auf Kamin. Heute ist ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet... RP01-138. Wir setzen große Erwartungen in Sie. Sie sieht uns schon? Sie wurden in schwierigen Zeiten geboren. Augenblick. Es ist unwahrscheinlich laut. So. Machen. What was that? There's something here. There's something here. So locker mal so alles auf 5 zu stellen oder 4 zu stellen, ist, glaube ich, bei diesen Dings kein Problem. Nee, das wollen wir nicht neu starten. So, genau. Fertig. Ein scharfer Verstand kann der Schlüssel zum Überleben sein. Alter Vater, Leute. Das ist immer so, wenn man die Designstellung hat, man will loslegen und man muss dann erstmal eine vernünftige Einstellung finden. What was that? So, auf 3 jetzt, Kinder. Effekt kann ja ein bisschen sein, wie Bio und so, ne? Musik geht ja einigermaßen. Aber oft werden sie nur durch ihre angeborenen körperlichen Talente überleben. Okay. Oh, es geht los. In diesem Punkt sind sie ihren gewöhnlicheren Brüdern überlegen. Tja, das Spiel ist alt. Deswegen stelle ich mich die Frage, mit welcher Maus soll ich das spielen? Soll ich das mit der Logitech oder mit der... Predator-Maus spielen. Probier Sie mal die Predator-Maus aus. Eine Elite-Einheit. Etwas ganz Besonderes. Ihr habt noch keine Ego-Shooter ihre mit diesen Waffen, PC gespielt. Ihre Rüstung. Und vor allem ihre Brüder. Kriegen wir mal hin. So, wie gesagt, die das Spiel ist sehr alt. 2005, glaube ich sogar. Um größere Beutetiere erlegen zu können. Auch sie werden mit 3 Brüdern zusammen zu Jägern im Dienst der Republik werden. Schließen Sie sich jetzt Ihrer Truppe an. Nehmen Sie Ihr Schicksal als Ihr Anführer an. Okay. Als Delta-Leader. Genau, und das ist nämlich die Spezialeinheit der Klone. Ihr Fundament, ein reiner, unkomplizierter Soldat. 6-2, Herz und Seele Ihres Teams. Und 07. Der erbittertste Jäger ihrer Brüder. Sie alle sind Teil eines einzigen Wesens. Und die Republik wird von ihnen erwarten, dass sie sie verteidigen und wenn nötig ihr Leben geben. Genau. Und die Klone hier hatten, der Delta Squad hatte auch irgendwie einen super süßen Spitznamen für die neugeborenen Klone, die komplett in Weiß sind. Sergeant, schaffen Sie die Soldaten in das Kampfschiff! Startbereit! Neues Kampfschiff, okay, Gruppe B, Bewegung. Los geht's, die Geschütze nach Achtern. Munition laden, los, los, los. Ah, ich war das Kanonenboot noch nicht bestellt. Jetzt ist es unser Kanonenboot. Das ist unser Kanonenboot? Ach, das ist unser Kanonenboot. Was, die Kanonenbooten laden nur 2 Klone? Nicht schlecht. So, es herrscht Krieg in der Galaxis. Ich hoffe nur nicht, dass wir das Intro reinkriegen, sonst muss ich den nachher ausblenden, was natürlich sehr, sehr schade ist. Die Geheimwaffe der Republik, eine riesige Klonarmee, wird zum ersten Mal eingesetzt gegen die separatistischen Droidentruppen. Hm? Hoch über dem Chaos bereitet sich das Elite-Kommando des Delta-Teams auf seine erste Mission vor. Hm? Stunde 0. Klonkriege Geonosis. Okay. Transport.
werde sämtliche Einsätze, die Sie erhalten, von unten überwachen, bis wir alle tot sind. Sobald Sie auf dem Boden sind, stoßen Sie zum Delta-Team vor. Delta 6-2 ist in der Nähe. Finden Sie, das ist Ihr erstes Ziel. Lassen Sie es für das Team bleiben. Finden Sie San Pedro vernichten Sie. Ich gebe Ihnen während der Mission weitere Befehle. Viel Glück, Kommando. Ja, das ist geil. Star Wars ist sowas von geil. Ich freue mich auch über jedes Star Wars Spiel, was ich für euch aufnehmen darf. Im Menü ist das Ding nur so heftig hier mit dem... Wir sind über dem Zielgebiet, deine Klinik ab! Achtung! Ich will nur sehen! ...mit taktischen Informationen versorgen. Taktische Informationen erscheinen auf ihren Armutings als holographische Projektionen. Seid ihr, Leute, wir sind hier. Ich bin hier alleine. Hier sind Ihre Befehle. Oh, so geht mir das langsam. Ja, keine Sorge, Kollege. Oh, er ist tot. Delta-Leader, geht es Ihnen gut? Sie wurden getroffen, Ihre Vitaldaten sehen nicht gut aus. Heilen Sie sich mit dem Bagdad, bevor Sie weitergehen. In Ihrer Nähe ist eine Krankenstation. Wie haben Sie denn jetzt die Waffe gewechselt? Wir müssen zwei nur helfen. Halten Sie F gedrückt. Genau. Wird gerne die Waffe wechseln. Was funktioniert das? Alles klar, da ist der Blaster. Au! Oh. Die Einsatzziele, Anzeige, bla bla, interessiert uns nicht. Mit den Tipps fortsetzen, ohne Tipps fortsetzen. Learning by doing und das. Sehr laut. Optionen. Mal kommen. Ich sage, das Menü ist der Horror mit dieser. So. Machen wir auch Effektlautstärke ein bisschen leiser. Das geht ja gar nicht, ey. Dankeschön. Sind wir bekloppt bei? Da wärst du ja bekloppt bei. Quasi im Alleingang. Naja, immer noch sehr laut. Ich glaube, das Spiel geht auch nicht so wirklich leiser. Sir, Sie begeben sich in feindliches Gebiet am Himmel des Ruin und Bugs. Bugs? Genau, weg da, Junge. Provisorische Verteidigungslinien. Alles nähern sich Ihrem Stand auf. Ja, Bruder, ich weiß. Der Feind hat unsere Linien durchbrochen. Das ist so. Wie die anderen ihn einfach ignorieren. Na, man sollte es ja meinen, das sind Sturmtruppen. Die treffen genauso schlecht. Wow, wie alles hat, Erdbeben auf Geonosis.
so habe ich dann die Waffe ausgerüstet, Mann. Okay, weiter geht's. Okay, da gibt's eine Motivation. Was? Der AT-AT hängt hier in der Luft, oder was? Ein AT-AT? Ja, so, der hängt hier so ein bisschen in der Luft. Oh, Käfer, Käfer! Ah. Nehmen Sie die Thermalgranaten von der Munitionspalette und zerstören Sie die Geschützstellung. Okay. Nehmen Sie Granaten auf. Oh. Ach da. Gesundheit ist maximal. Ja, was ist denn auch sonst bei mir, ha? Huh? Alles klar, Diggi. Was soll er kaputt machen? Ich mach es kaputt. Werfen Sie die Granaten jetzt auf die Geschützstellung. Das soll die Geschützstellung sein? Wie kriegt er die Granaten? Ja. Yeah. Okay, nachladen. Gut, okay. Diese Geschützstellung nur mit Granaten ausschalten. Wie macht der Granaten? Granaten hätte ich bloß nicht zu Türen nicht gesprungen. Da müssen wir mal die Klapperkappe ausschalten. Aha. So. Sehr beeindruckend, naja. Danke, sehr beeindruckend, fand ich aber auch. Diese Dinger laufen immer noch bei mir. Beeindruckend. Roger, Roger. Okay, wir müssen rein. Wie kriechen wir denn? Halten Sie C gedrückt, um zu crouchen. Na, alle klar, Diggi-Line. Leader, 162 ist in Ihrer Nähe. Sie müssen den bald erreichen. Kommt raus, wo immer ihr steckt. Hier ist der Kammerjäger. Das ist einer von unseren Delta-Squads. Ihr Kollege auf die Fritte geschossen, merkst du das noch? Ein Spider-Druid. Zerstören Sie den Bunker für mich. Gut, ich kann kaum erwarten, in was in die Luft. Zeig auf das blaue und für das Gute. Wir sind nicht mehr in Bringen Sie uns einfach ein, ohne das ganze Team in die Luft zu jagen. Der Sprengsatz ist scharf. Sie sind dran, Bord. Oh ja. Wie die Geonosianer. Die Rede ist aber der Hammer. So, was ist hier das Problem? Wir gehen doch mal einen Zentimeter beiseite. Ja. Kanonenboot im Einsatz. Was sagt der Kollege jetzt nicht? Weiter so, Kommandos. Ich überwache vom Kampfschiff aus Ihre Fortschritte und liefere. Alles klar, Diggi. Informationen. Im Moment ist keine Verstärkung verfügbar. Geben Sie sich gegenseitig Deckung. Das ist schade. Oh. Denken Sie daran, Delta Leader. Ihr Primärziel ist Zanfek, aber Ihr nächstes Ziel ist es, Delta 4.0 zu finden. Ich gehe in Deckung. Alles klar. Bewegung. Manchmal abchecken hier. Die Dinger können wir alle in die Luft jagen. Ein Bagdad-Tank. Das ist aber nett, dass die republikanischere Bagdad-Tanks aufgestellt haben, die Geonosianer. Ich glaube, das ist, wenn man so jetzt Star Wars nicht kennt, ist, glaube ich, war das jetzt gerade eine komplette Fremdsprache für euch. Naja, wen wundert das, dass die mit der Föderation zusammenarbeiten? Das ist doch gut klar. Ich erwarte eine zündende Lösung, Deltas. Aber sowas von. Brauche Deckung, Team. Mal ist rot, rot, grün oder rot, grün, rot. Mann, lass dir nicht so viel Zeit, Junge. Der Sprengsatz ist scharf. Okay, machen wir. Bumm. Ist weg. Ah, guck mal hier. Unser Delta-Squad kümmert sich um alles. Ihr macht das schon alles richtig, Kollege. Aber der hätte es nicht so kneten müssen. Okay, Digga. Was muss ich hier machen? 4-0 soll den Sicherheitsschild hacken. Wenn das einer kann, dann er. Okay, dann los. Hier wird der Status und der Standort Ihres Teams angezeigt. Geht doch, Junge, geht doch. Fast geschafft.
Sicherheitsschild deaktiviert. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Die hässlichen Käfertanks hier. Bestimmt machen die drin. Oh oh. Nicht nachladen. Käferschleim. Los, komm sehen. Los. Sie nähern sich einer Sicherheitstür, die zum Hangar führt. Die Aktivität im Hangar weist darauf hin, dass ihre Anwesenheit noch nicht bemerkt wurde. Ich schlage vor, sie hacken sich in das Türsystem und öffnen unauffällig die Tür. Ich würde es geiler finden, wenn die mir zerplatzen würden. Upsi, pupsi. Hacken Sie die Tür, Delta. Ich brauche Feuerschutz. Fast geschafft. Ja, ist gut. Das freut mich. Tür ist offen. Sehr gut. Wir haben ein paar geonosianische Jäger im Hangar gefunden. Zerstören Sie sie, damit sie nicht gegen uns eingesetzt werden können. Sehr gut. WLAN Einsatz, Zielanzeige übertragen. Sehr gut. Ich hätte hier gerne ein Loch. Ich hätte hier gerne ein Loch. Was seid ihr Fluss? Bloß für Klone, wenn ihr nicht trifft. Und wie schaut's aus? Sehr gut. Ah, ihr habt nur das. Deckung, Deltas. Juhu! Ich hab das dumme Gefühl, ich darf die Musik nachher hier stumm schalten. Das ist echt sehr schade, aber es ist die Star Wars Musik ja immer sehr, sehr episch, finde ich. Langsam wird es dunkel. Delta-Team, schalten Sie auf Visormodus um. Okay. Hey, Droiden brauchen so etwas ja nicht. Die haben ja Fotorezeptoren. Aktiviere Nachtlicht. Wie macht das hier? Oh ja, nee, gar nicht. Aber hier sollten wir gar nicht hin, wa? Wobei... Eine Barrikade, hier sollen wir nicht hin. Hier fliegt noch alles sauber in die Luft fliegt, ne? Aber hier wird noch gefeiert. Warte, Moment, was war denn das? Vorsicht vor den Speeren! Was für was? Schalten Sie den nicht so ab, Delta. Hier drin ist es sehr hell. Ja, Sir. Räumen Sie jetzt mit einer Sprengladung den Weg frei. Ich erwarte eine zündende Lösung. Natürlich bringt das. Eingeborene neutralisiert. Weiterfahren. Und nachladen. Noch Deckung. Rot, 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 rot. Gut, die Bombel Schaffner. Sehr gut. Achtung, Granate. Gesundheit maximal immer noch? Ich will mir das nicht vorstellen. Bewegung! Weiter geht's. Das geht ja noch. Guter Schuss, ja. Ein Leute weniger. Wo kommen denn alle her? Wo sollen wir genau hin? Hier sollen wir hin, ist aber zu. Da sollen wir hin, ist aber zu. Granaten. Thermaldetonatoren, da siehst du, das ist doch schon mal ein bisschen besser als die Granaten. Wo
kamen wir denn her? Wir kamen von dieser Säule. Die Öffnung am Ende dieses Gangs liegt direkt über Sunfix' Kontrollraum. Okay. Sie können sich von der Kante abseilen. Roger. Oh. Delta Leader, Einheit 07 ist jetzt mit wieder Neo und treibt weiter Sekt. Seien Sie vorsichtig. Ja, sehr 07, gut. Verbinde mich mit Ihrem HUD, Sir. Freundest du dich mit den Einheimischen an, 7? Das war lustig. Wo ist Sunfix? Im nächsten Raum, Boss. Keine Sorge, ich habe den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Will mich schon besser. Sunfix versucht zu fliehen. Halten Sie ihn auf! Er hat es geschafft. Delta Leader, Sunfix darf auf keinen Fall entkommen. Konföderationsdroiden. Was? Solange es keine Superkampfdroiden sind, geht das ja noch einigermaßen. Die werden wohl auch noch irgendwann den Auftritt hier haben. Los! Aha! Gerade vorgesprochen! Lassen Sie alle Teammitglieder auf ein einziges Ziel feuern, um seine Panzerung zu durchbrechen. Taktik-Druiden, oder? Nein. Ich wollte mit Taktik-Druiden machen. Unterstütze 6-2. Wir haben hier Super-Druiden. Oh. Ein Klon hält nicht auf. Superkampf-Druiden, das sind ziemlich kräftig drauf gerade, ne? Naja, sonst würden sie ja nicht Superkampf-Druiden heißen. Dann würden sie kräftig drauf Kampf-Druiden. Ja, keine Ahnung. Ah, endlich. Meine Fresse, das ist auch eine Arbeit, diese Ficker da kaputt zu schießen. Meine Gesundheit ist maximal, trotzdem Kampf. Sie müssen den Schließmechanismus zerstören. Laut meiner Scans warten auf der anderen Seite dieser Tür mehrere Gegner. Ich empfehle Ihnen, die Tür aufzubrechen und den Raum schnellstmöglich zu säubern. Platzieren Sie den Sprengsatz und gehen Sie in Deckung. Da ist er. Außerhalb des Schilds. Delta Leader, weisen Sie 07 meine Scharfschützenposition zu. Warum habe ich denn jetzt keine Motivation mehr hier? Sunfix versucht zu fliehen. Delta Leader, Sunfix darf auf keinen Fall entkommen. Jetzt habe ich wieder Motivation. Ihre Zeit wird knapp. Aber keine Granaten. Ja, ich mache ja schon. Setzen Sie Ihren Scharfschützen ein. Lassen Sie 07 seinen Job machen. Delta Team, machen wir es von hier aus. Konzentriere Sunfix, mich auf Ziel. Läuft schon warm. Delta, was treiben Sie da eigentlich? Chillen. Das hat gesetzt, du erst. Jetzt hast du... Oh. Hör ran mit Position. Das war's dann. Also ich bild mir mal ein, ich hab da mitgeholfen. Ja! Ich liebe diesen Geruch! Ich rieche nur verbrannten Gionosianer. 3-8, meine Scanner zeigen eine Explosion an. Roger, Ziel terminiert. Okay. Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein gionosianisches Schiff. Bestätige, keine Identifikation möglich. Ich überprüfe die Datenbanken. Machen Sie weiter, Deltas. Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas. Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer Gefecht. Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten. Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut. Begeben Sie sich zum Aufzug. Na dann, wo ist der Aufzug? Oh, warte mal, lass mal jetzt kurz was Sachen einsammeln. Die sind schon alle los, wa? Ja, kein Problem. Geht schon mal vor, Leute. Wir kriegen das schon alles gut hin. So. Wir starten mal ganz kurz. So, bopp. So, meine Kinderchen. Das war... Kann man hier speichern? Ich denke mal, ne? Das war's, meine Kinderchen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten. Es hat Spaß gemacht. Und wir werden die Klonkrieger weitermachen. Ja, werden wir die Droidenfabrik zerstören können auf Geonosis? Wir werden es sehen. Ciao.